Wir machen das jetzt ganz anders. So. Und so. Und so und so und so und so und so. Und so und so und so und so. Komm, Genießer müsste man sein, oder? Ist das nicht toll? Ich find's supi. Es geht wieder? Supi? Was geht wieder? Was geht denn hier wieder? Ich musste gerade nochmal meinen Stream neu starten. Also nicht den Stream, sondern hier den... Ach, hier den Twitch... Zweiten Twitch-Monitor. Aber ist das nicht toll? Oh, yeah. Ist das nicht supi, supi toll? Da hat mich jemand gefollowt. Du hast mich gehostet? Neoxio, du hast mich gehostet. Na du Schlingel, du. Vielen Dank dafür. Und jetzt, ich glaube jetzt können wir weiterfahren, oder? Es ist die Sonne fast untergegangen. Ach so, machen wir mal einen Spiegel an, damit wir sehen, ob jemand kommt. So, und jetzt wird es dunkel, jetzt brauchen wir gleich einen Rastplatz. Weil im Dunkeln fahren wollte ich eigentlich nicht, da sieht man nichts von der Landschaft. Gelle. Ein Follow, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Doch, wir sind drauf. Können wir wieder ausmachen. Fadei. Fadei? Fadei? Sagt man Fadei? Vielen, vielen Dank für dein Follow, Fadei. Ich muss mal eben auf die Karte gucken. Wo hier... Ach, da. Ach, hier ist schon der Hafen. Ach, dann fahren wir durch bis zum Hafen. Dann fahren wir durch bis zum Hafen. Wohin müssen wir übersetzen? Nach Nizze. Nach Nizze. Gut, dann fahren wir jetzt durch bis zum Hafen und dann setzen wir über nach Nizze. Der ist ja nicht mehr so weit weg. Und dann hoffe ich, dass dann wieder Tag ist, wenn wir in Nizze ankommen. Gell? Fedi, okay. Oh mein Gott, ich sollte vielleicht stehen bleiben, wenn ich den Chat lese. Der Opa hat nicht so tolle Augen und der Chat ist ganz schön klein auf dem Monitor. Fedi sozusagen. Na dann, Fedi, vielen herzlichen Dank. Oh, da hat einer das Schild umgefahren. Das war ich aber nicht. Das war jemand anders. Und noch ein Follow. Mein Gott, ihr seid zu gut zu mir. Vielen, vielen lieben Dank. Freut mich, dass es euch so gut gefällt. Dopi2k. Vielen, vielen lieben Dank, Dopi. Klingt fast wie Opi, ne? Dopi, Opi. Oh, was ist denn da los? Guck mal, Blaulicht. Oh, dann müssen wir langsamer fahren. Wir gehören ja zu denen, die... Diese Gaffer. Kennt ihr diese Gaffer-Typen? Die sind ja furchtbar. Diese Gaffer sind ja ganz furchtbar.
Und dazu gehören wir ja auch. Ein paar mal Meter weiter. Wo ist denn das Blaulicht? Verdammt. Da war gar kein Blaulicht. Doch. Da. Hier sind wir. Hallo, Herr Wachmeister. Komm doch. Oh, komm, wir hauen ab. Besser ist das. Wer weiß, was wir alles zu verbergen haben. Wo wir gar nichts von wissen, in Wirklichkeit. Wo der tunesische Geheimdienst plötzlich sagt, hier. Verstehst du? Alles nicht so einfach mit die Gaffers. Gaffer finde ich furchtbar. Also, ich finde Gaffer ganz furchtbar. Aber wenn man das ist, will ich auch wissen, was da los ist. Ne? So ein bisschen Gaffer ist nicht so schlimm. Du bist noch zu jung, um Opi zu sein, ja. Ach ja, Opi, das geht von ganz allein, da brauchst du nicht viel machen. Die Zeit kann man praktisch absitzen. Und plötzlich ist man Opi. Genieß es einfach. Ich kann dir nur sagen, jede Zeit ist schön im Leben, jede Zeit ist schön. Ob Kindheit, ob Jugend, ob junger Erwachsener, ob Eltern, ob hinterher Großeltern, jede Zeit ist schön. Man muss sie einfach genießen, das ist alles. Und die Dinge, die man nicht ändern kann, muss man einfach hinnehmen. Und möglichst nicht drüber nachdenken und lamentieren. Das nutzt nichts. Was du nicht ändern kannst, kannst du nicht ändern. Das musst du einfach hinnehmen. Dann kommst du schon ein ganz schönes Stückchen weiter, ohne Sorgen. Weil Sorgen kriegst du noch genug andere, wo du was dran ändern könntest. Oder wo du was dran ändern möchtest, oder wo du was dran ändern wirst. Ich sag mal, wichtig ist, dass jeder nach seiner Fasson lebt. Solange jeder so lebt, dass er den anderen nicht ins Gehege kommt und seine die Freiheiten der anderen einschnürt, finde ich, kann jeder leben, wie er möchte. Wie es ihm gerade gefällt. Wie sage ich immer so schön, meine Freiheit hört da auf, wo die Freiheit des anderen anfängt. Genauso sehe ich das. Aber innerhalb meiner Freiheitsgrenzen kann ich machen, was ich will. Da geht kein Mensch was an. Und wenn ich irgendwann mal einen Partner habe, der das genauso sieht und der viele Schnittstellen hat mit meinen Freiheitsgedanken, dann, dann ist das vielleicht ein Partner, mit dem man zusammenleben kann. Ansonsten macht das wenig Sinn. Also den anderen zu verbiegen, bringt nichts. Menschen kann man nicht biegen. Man muss sie nehmen, wie sie sind. Jeder hat Vorteile und jeder hat auch Nachteile. Das ist halt so. Aber ich wollte hier nicht rumphilosophieren, um Gottes Willen. Aber manchmal geht es mit dem Opa durch. Was wollt ihr machen? Und wollt ihr nicht die Altersweisheit raushängen lassen? Genau, man muss sich die Zeit einfach schön machen. Genau so sieht's aus. Mit den Möglichkeiten, die man hat, einfach hinkommen und sich so schön machen, wie es eben geht. Und wenn man kein Millionär ist, dann ist man halt keiner. Dann muss man halt ein bisschen kleiner machen und tiefer stapeln und trotzdem wird es schön. Das Materielle wird sowieso total überbewertet. Geld ist nichts. Geld bedeutet gar nichts. So Sachen wie Freundschaft und Liebe und so, das ist das, worauf es ankommt. Freiheit. Das ist das, worauf es ankommt. Persönlichkeit. Geld ist Peng. Wer interessiert sich schon für Geld? Wenn du Geld hast, hast du viele Freunde. Aber wenn du kein Geld mehr hast, ja, dann hast du auch schnell die Arschkarte. Sag mal, Opa, wo fährst du hier eigentlich hin? Kannst du mal gucken, was du hier machst? So zwischendurch? Bisschen nur am Labern.
und fährst dir die größte Kacke zusammen. Geht doch nicht. Das geht so nicht. Mann. Wenn ich gewusst hätte, dass er so scheiße fährt, der Opa, da hätte ich den gar nicht fahren lassen. Ist doch wahr. Da muss ich Angst um deine Karre haben hier. Hoffentlich kommt der noch sicher auf das Schiff. Gut, dass ich nie mehr getankt habe, ne, für 15 Cent den Liter. Wenn ich gleich drüben bin in Nizza, dann kann ich wenigstens wieder 1,30 € Liter zahlen. Das ist viel, viel besser. Das habe ich ja wieder wirtschaftlich total gut, habe ich das rausgekriegt. Habe ich ja wieder richtig gut gemacht. Oh, vielleicht sollte ich da mal nicht durchfahren. Durch diese Kreuze. Ich glaube nicht, dass das gut ist, wenn ich durch die Kreuze fahre. Danke, Dopi. So, wo ist denn hier mein Hafen? Lass mich in den Hafen. Guck mal, da ist ein Hafensymbol. Da fahre ich jetzt hin. Ich glaube, das reicht schon. Jupp. Ist halt, da sieht man, das ist nur Mod. Da gibt es kein Schiff, wo man drauf fahren kann. Nach Nizza, genau. Da will ich hin. Und ich möchte gerne, dass Tag ist, wenn ich ankomme, bitte. In der Zeit trinke ich mal einen Schluck Kaffee. Död. Da ist er, in Nizza, der Opa. Ja, da sag mal einer was. Ich hoffe, ihr habt hier eine Spur für mich gelassen. Ich muss hier nicht warten oder so, ne? Nein, nein. Das muss der Opa nicht. Wo fahre ich denn hier lang? Hier? Ich fahre mal hier lang. Das sieht gut aus. Lass uns mal hier lang fahren. Und schon sind wir wieder in den Franzosenland. Macht der Spiegel weg. Sieht schön aus. Und hier, hui. So. Na guck. Sieht ganz anders aus als Afrika. Irgendwie so grün. Und da ist eine Tankstelle, da kann ich doch gleich direkt den teuren Sprit reinkloppen. Aber nein, natürlich macht er das nicht. Warum auch? Er kann ja auch warten, bis er kein Benzin mehr hat. Und irgendwo liegen bleibt, das ist ja noch teurer. Das ist ja eine gute Idee. Toll, Opa, toll. Du bist der Größte. Autsch. Ich hab geruckelt. 1% Schaden, aber naja, das ist normaler Verschleiß. 1% ist immer. 1% ist immer normal. Was hupelt das denn hier so? Sind hier Schweller, die ich nicht sehe, oder was ist hier los? Ach ja, ja, der Opa. Da machst du was mit dem. Da kann ich dir aber eine Geschichte erzählen, wenn du willst. Wenn du sie auch nicht hören willst, ist mir auch egal. Kann ich trotzdem nur erzählen. Haha, ich war auch. So wie du. Genau wie du. So. Wir können ja mal eben hier kurz anhalten. Mal eben ganz kurz auf die Map gucken, wie es jetzt weitergeht hier. Wir fahren jetzt also hier lang, dann fahren wir nach Genova, Richtung Milano, Verona, über Richtung Venedig, Klagenfurt, Graz, über Wien, nach Brno, nach Ostrava, Katowice, Warszawa, Warszawo, Kapsivi, Kazona, Calzone, Tortellini, nach Baranowitschi, nach Minsk,
Und dann fahren wir hier nach Viazma. Und dann fahren wir wieder hier runter. Und dann sind wir schon da. Das geht jetzt schnell. Gut, dass wir das gemacht haben. Was? Geschichtenzeit mit Opa, ja. Ein Schwank aus meinem Leben. Oh Gott, ey, da sind so viele. Da weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen. Der Opa ist ja noch ein Kind der 70er. Wir waren ja die Generation Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Ich habe noch so die Endzüge der Hippies mitbekommen. Eine interessante Geschichte, ach je, je. Als ich, wie alt war ich, 15 oder 16? Da war ich in Amsterdam. Das war toll, da war der Vondelpark. Da waren, ein paar tausend Hippies. Die haben dann da im Vondelpark gewohnt und gelebt und genächtigt. Und der Opa war mittendrin. Der hat dann da auch rumgelegen und am Lagerfeuer gesessen und wir haben auch geraucht ein bisschen, wie das halt damals so war bei den Hippies. Naja, und dann gab's am Damm, gab's Reisebüros. In diesen Reisebüros konnte man ich weiß es gar nicht, man müsste ich lügen, aber ich meine so 120, 130 Gulden. Damals hatten die Holländer noch eine eigene Währung, die hieß Gulden. Da konnte man so für 130 Gulden, 140 Gulden, konnte man mit dem Bus nach Afghanistan fahren oder nach Nepal fahren. Das waren so, ja, wie heute die Never Come Back Airline. Also der Bus wurde vollgemacht mit Hippies. Die haben dann die Fahrt bezahlt, dann sind die da hingefahren worden und der Bus wurde dann da irgendwo verkauft. Und der Busfahrer ist in ein Flugzeug gestiegen, ist zurückgeflogen nach Amsterdam und hat den nächsten Bus genommen. Das war schon damals sehr cool. Ja, und als ich dann, wie gesagt, als ich dann da im Vondelpark war, ja, das war die ganze Zeit, wo ich da war. Also man konnte alles liegen lassen. Ich habe da gepennt. Da ist nichts geklaut worden, gar nichts. Das wurde alles, was da war, wurde geteilt. Da gingen die Getränke rum, da ging Essen rum, da gingen auch die Joints rum natürlich. Und alles wurde geteilt. Und wenn man eingepennt ist, ist man eingepennt und ich hatte meine Tasche. Da hatte ich so ein paar Sachen drin, weil ich eine Woche da bleiben wollte, zum Wechseln ein paar Sachen. Ich hatte meine Gitarre dabei. Und du bist eingepennt, du bist wach geworden und alles war wie vorher. Da ist nicht ein Mensch an irgendwas rangegangen. Und das muss ich sagen, das, glaube ich, wird es heute so nicht mehr geben. Und das fand ich schon echt sehr, 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 sehr cool. Das ist so eine Sache, weißt du, wenn du das erlebst, wenn das die Ist-Zeit ist, also die Gegenwart, dann kriegst du das natürlich mit. Aber so im Nachhinein weißt du das erst wirklich zu schätzen. Was da passiert ist und was du da erlebt hast. Im Nachhinein weißt du erst wirklich, was du da überhaupt erlebt hast. Das ist Zeitgeschichte einfach gewesen, ne? Und das war echt cool. Das war richtig, richtig cool. Ja. Eine Gabe habe ich gemacht. Okay. Was ist denn Ziegrip? Ziegrip? Hä? Kenne ich nicht. Bestimmt ein Ort in den Benelux-Ländern. Ziegrip. Naja, was auch immer. Ja, das war so eine der Geschichten in meinem Leben. Ach, ich wollte ein bisschen Musik machen. Irgendwo ist immer eine Stelle, plötzlich geht die Playlist aus. Naja, macht ja nichts. Wir sind ja alle groß, dann machen wir sie wieder an. Der Opa mag dich das. Der Opa muckt dich das schon. Ja, die Opa-Geschichten. Ach Gott, ja, das ist so aus dem Stegreif fallen eigentlich nicht so ein. Wenn man so ein bisschen
erzählt und redet und dann auf einmal, dann kommt so eine Sache, dann denkt man, ach ja, guck mal, das war damals, früher war das so. Damals, du weißt schon. Linksradikal. Oh, guck mal, jetzt bin ich hier gegengefahren, weil ich wieder mein Dings lesen musste, mein Chat. Warte, jetzt halte ich kurz an. RAF? Nee, mit RAF hatte ich überhaupt nichts zu tun. Ich war ein Hippie. Politisch war ich komplett unorientiert. Aber ich kann mich noch gut an die RAF erinnern. Ich habe damals eine Ente gehabt. Und wenn du zu der Zeit in die Polizeikontrolle gekommen bist, dann standen die Polizisten mit Maschinenpistolen im Anschlag. Und haben gesagt, darf ich mal bitte den Führerschein sehen? Und da ich meinen Führerschein sehr gerne vorne im Handschuhfach hatte bei meiner Ente, musstest du echt aufpassen, dass du nicht erschossen wirst, wenn du den Führerschein rausgeholt hast. Ja, natürlich habe ich die damals wahrgenommen. Da kam man gar nicht umhin, wie gesagt. Es war ein ganz anderes Kaliber von Kontrollen, wenn du irgendwo in der Polizeikontrolle kamst. Und es waren auch deutlich mehr Polizeikontrollen als heutzutage, vor allen Dingen nachts. Auch auf Autobahn, plötzlich haben sie dich rausgeholt. Und wenn du sowieso so ein Hippie-Auto hattest, dann warst du sowieso gleich verdächtig. Und die Langhaarigen ja sowieso. Ne? Und da gehörte ich ja genau rein in das Bild, aber Love and Peace. Ich hatte an meiner Ente hatte ich so Drahtkörbchen dran an den Spiegeln außen. Da waren ein paar Blumenpötte, da hatte ich immer Blumen drin, die habe ich dann immer gegossen. Und hinten hatte ich dann noch meine Boxen drauf und dazwischen hatte ich noch so ein kleines, wie man so heute an der Balkonkästen hat, da hatte ich auch noch ein paar Blümchen drin, so vergiss mal nicht oder irgendwie sowas. Gardinchen in den Fenster, wie man sich das so vorstellt. Aber wie gesagt, die haben viel, viel, viel kaputt gemacht damals, die Leute. Aber, mein Gott. Stoned Again hat mich nicht wirklich interessiert. Ne? Wichtig war nur, dass du immer geguckt hast, dass du keine hastigen Bewegungen gemacht hast in der Kontrolle, weil die Polizisten waren ziemlich ängstlich und da sind ja auch einige dann damals gestorben und es ist zwar, glaube ich, nie passiert, aber die Gefahr hat natürlich immer bestanden, dass einer die Nerven verliert und mal eben peng, peng, peng macht, während du deine Fahrzeugpapiere wo rausholen wolltest, ne? Naja. Ansonsten gab es keine Drogentests in dem Sinne, so wie heute. Also Stoned Again konnte es einfach so fahren. Konnte dir nichts passieren. Die konnten dich nur auf Alkohol kontrollieren, naja. Und ein echter Kiffer trinkt nicht, also von daher. Alkohol war immer null. Und trotzdem habe ich große, schöne Augen gehabt. Muss mal eben gucken, was sagt denn jetzt unser Auto? 1% Schaden, na, das geht ja noch. Ich will den nicht so kaputt fahren, wir müssen noch weit, weit fahren, sonst muss ich hinterher in der Werkstatt den reparieren. Das wird ziemlich kacke. Ja, du bist mir ja ein Heimchen. Habt ihr das gesehen? Hallo? Ey, Auto. Ey, bist du voll krass drauf, Alter, oder was? Mann. Gut, dass der mich nicht geschnibbelt hat. Mit beiden Händen an die Hupe, ja genau. Aber meine Frau schläft doch, hallo.
Ach, ich würde sagen, wir machen mal eben hier eine Vertankung und dann machen wir auch gleich eine Übernachtung und dann fahren wir wieder schön im hellen Morgen. Das macht mehr Sinn, als im Abend rumzudüsen. Man sieht ja nichts von die schöne Gegend. Wir wollen doch was sehen hier für unser Geld. Wir machen das doch nicht hier für umsonst. Gell? Sag doch mal was. Ach so, erst Motor aus, dann tanken. Da, siehste? 1,42. Ja, drüben hätte ich 15 Cent pro Liter bezahlt. Na, das habe ich ja wieder gut hingekriegt. Guck mal, drüben habe ich vollgetankt für 85 Euro. Und hier? Jawohl, läuft. Ich glaube, ich habe ein Loch im Tank, kann das sein? 1400 Euro, leck mich fett, ey. So. Jo, Mutter aus. Abi, Kajüte. Gute Nacht. Findest du mega entspannend, auch wenn es nicht Daisy ist, ja, ne? Das ist eigentlich, was du gerade hörst, das ist die Musik, die habe ich extra gemacht hier für diesen Eurotruck-Simulator. Habe ich die mal zusammengestellt damals, irgendwann. So, na guck, der Sonne entgegen, so muss es sein. Nicht rückwärts fahren, ich wollte eben lesen. Ein bisschen berieseln lassen, ja. Ja, das ist auch schön so. Das ist schön, das gefällt mir. Das freut mich, dass es dir gefällt. Und das gefällt mir, dass es dir gefällt. Genau das ist der Grund, weswegen ich das mache. Um den Menschen ein klein bisschen Freude zu machen. Und ich habe auch Freude dabei, weil ich spiele das Spiel sehr gerne. Ich spiele auch Daisy sehr gerne, aber ich spiele auch das sehr gerne. Und der Getty ist auch da. Getty, hoffentlich ist es dir nicht zu aufregend gerade. Heute wird wenig geschossen, Getty. Ich denke mal, der Getty ist total irritiert. Der, der den ganzen Tag von einem Daisy-Streamer zum anderen hupst, kommt zum Opa und plötzlich muss er mit dem LKW mitfahren. Ein Witz? Ach Gott, ich kenne keine Witze. Und wenn ich, dann bin ich... Ich bin der schlechteste Witzeerzähler, den du dir vorstellen kannst, glaube ich. Aber wir haben viel Zeit, ich könnte einen ganz langen Witz erzählen. Den habe ich mir mal irgendwann gemerkt. Ich weiß auch nicht, die kurzen kann ich mir nicht so gut merken. Aber ich habe mal einen ganz langen Witz gehört. Den habe ich mir merken können. Wenn ich jetzt so genau drüber nachdenke, muss ich doch erst nachdenken. Genau das Richtige an so einem Tag, Getty. Na gut. Das ist ja schön. Okay, also ich erzähle jetzt einen Witz. Oh Gott, echt? Nioxio wollte es so. Okay, also, da ist ein Mann. Der hat schon lange den Verdacht, dass seine Frau ihn betrügt. Und deswegen kommt er eines Tages eher von der Arbeit nach Hause, stürmt ins Schlafzimmer. Und seine Frau liegt im Bett, aber allein. Und er schreit rum, wo ist der Kerl, wo ist der Kerl? Ich weiß genau, du betrügst mich, wo ist der Kerl? Und er reißt die Balkontür auf und da sieht er, wie einer am Balkongeländer hängt. Und er, aha, und rennt los, rennt in den Flur, in seine Werkzeugkiste, holt einen Hammer
nimmt den Hammer, rennt wieder auf den Balkon und haut dem Typ volle Pulle mit dem Hammer auf die Flossen. Und der lässt natürlich los und stürzt runter. Ja, und jetzt habe ich den Witz ganz falsch angefangen. Oh Gott, das ist ja eine Tragödie. Ich fange nochmal von vorne an. Es fehlt nicht viel, also, ne? Es klopft eine Himmelspforte. So fängt der Witz eigentlich an. Petrus macht auf und da steht ein Mann. Und dann sagt Petrus zu dem Mann, hey, wie bist du denn umgekommen? Und dann fängt der Mann zu erzählen. Ich hatte schon lange den Verdacht, dass meine Frau mich betrügt. Und jetzt, die Stellen, die kennt er ja schon. Also er mit dem Hammer lustig auf die Finger am Kloppen, der Typ lässt los, stürzt runter. Der Mann mit dem Hammer guckt runter und sieht, wie der sich aufrappelt und am Gestikulieren ist wie bekloppt. Und der nimmt den Schlafzimmerschrank und stemmt den bis auf den Balkon und schmeißt den runter. Ja, und auf den Typ drauf und dann hat er sich aber so überanstrengt, dass ich hier abfahren muss. Dann hat er sich so überanstrengt, ihr merkt, dass ich keine Witze erzählen kann, ne? Hat er sich so überanstrengt und dann hat er eine Herzattacke gekriegt und ist tot umgefallen. Tjum, sagt der Petrus, das ist ja eine Hammergeschichte, die du da zu erzählen hast. Ja, sagt er, dann komm mal rein. Er macht die Tür zu, da klopft es wieder an die Tür. Draußen steht ein Mann und Petrus sagt, na, wie bist du denn ums Leben gekommen? Ach, sagt er, wenn ich dir das erzähle, glaubst du mir gar nicht. Sagt er, ich war auf meinem Balkon und hab ein paar Übungen gemacht, so Turnübungen. Sagt er, und dann habe ich so und so geturnt und hin und her, sagt er, und dann stand ich auf dem Stuhl. Und auf einmal habe ich das Übergewicht verloren und bin über die Brüstung gefallen. Und zum Glück konnte ich mich 2 Etagen tiefer an den Balkongeländer festhalten, sagt er. Und dann habe ich gerufen und um Hilfe gerufen und dann ging die Tür auf und da kam tatsächlich ein Mann. Und ich wollte ihm gerade sagen, der soll mich hochziehen. Da rennt er weg und kommt wieder mit dem Hammer in der Hand und haut mir volle Pulle auf den Flossen. Sagt er, da musste ich natürlich vor Schmerzen loslassen. Und dann bin ich runtergefallen, sagt er. Und wie durch ein Wunder habe ich das überlebt. Und da habe ich nach oben geguckt und da sehe ich nur, wie der Typ einen Riesenschrank in den Arm hält und schmeißt den runter genau auf mich drauf. Ja, sagt er, und da war ich tot. Boah, sagt der Petrus, das ist ja eine krasse Geschichte. Ja, sagt er, dann komm mal rein. Der Typ kommt rein, Petrus macht die Tür zu. Da klopfte dann eine Tür. Draußen steht ein Mann, sagt Petrus, na, wie bist du denn umgekommen? Ah, sagt er, ich war bei meiner Geliebte, sagt er, da kam der Mann eher nach Hause und ich, Idiot, hab mich im Schrank versteckt. Das ist ein Schenkelklopfer, gell? Ich hab ja gesagt, ich kann keine Witze erzählen, aber ihr wolltet ja nicht glauben. Ich kann viel besser Dinge erzählen, die ich mir selber ausdenke. Oder die wirklich passiert sind. Witze kann ich nicht so gut erzählen. Beschwerden bitte, ne? An Neoxio. Wenn ihr also Beschwerden habt, bitte Neoxio. Neoxio@web.de. Vielleicht. Kann sein, weiß ich nicht. Könnte aber sein. Naja, klasse, ich weiß nicht. Der hat seine Pointen, wenn man ihn richtig erzählt, aber ich kann es halt nicht. Boing, boing, boing. Wo sind wir eigentlich? Immer noch in Frankreich oder was, ne? Wenn wir pausenlos Maut bezahlen müssen hier, das kommt mir so französisch vor. Parlez-vous pommes frites. Einmal mit Ketchup und einmal mit Mayo, bitte. Die Franzosen sind ja wirklich der Meinung, die hätten die Pommes erfunden. Wüsste das? Was natürlich total nicht stimmt. Die Erfinder der Pommes frites waren die Belgier. Jawohl, so sieht's aus. Kein anderer kann so bekloppt sein, Kartoffeln in heißes Fett zu schmeißen. Sowas können nur die Belgier.
Und dafür sind wir Ihnen bis heute dankbar. Oh, 83, nicht so schnell fahren, Opa. Es gibt doch nichts Geileres als eine Tüte Pommes mit Mayo, oder? Sag mal ehrlich. Wenn ich so in Holland war zum Beispiel. Ne? Wenn ich so in Holland war und dann so am Strand lang gelaufen bin den ganzen Tag und dann setze ich mich in so ein Café-Ding direkt am Strand und dann gibt's immer eine Frikandel und Pommes mit Mayo. Das gehört dann einfach so dazu. Das ist so mein traditionelles Abendessen, wenn ich in Holland bin. Oder ich gehe zum Chinamann. Das kann auch passieren. Aber ein-, zweimal gibt es garantiert Frikandeln. Ich liebe Frikandeln. Totes Tier mit Pommes. Lecker. Uptime? Mein Lieblingsessen? Ach Gott. Ah, was soll ich da sagen? Ich bin der Koch der Familie. Dadurch, dass ich ja Rentner bin mittlerweile. Der Opa hat die Lunge kaputt. Deswegen ist der Opa Rentner. Der Opa hat nur noch 10% Lungenvolumen. Und da kann er für nichts mehr zu gebrauchen sein. Auch nicht für Rauchen. Aber für Kochen geht noch. Und deswegen kocht der Opa immer. Und der Opa kocht viele, viele Sachen, die er alle gerne isst. Also wie gesagt, wir haben eine schöne Fritteuse. Natürlich mache ich auch mal Pommes zwischendurch. Keine Frage. Aber ich mache dann auch so Sachen wie Bauerntopf mit Kartoffeln, Gulasch. Ich mache Frikadellen, ich mache Bolognese. Mit Spätzle. Mit Pommes. Mit Gurkensalat oder Tomatensalat oder Grünsalat. Oder ich mache Möhren durcheinander. Möhren durcheinander mag ich besonders gerne. Die habe ich, von meiner Mama habe ich das Rezept. Das kann ich euch erzählen, wenn ihr wollt. Wir können auch. Was schreibt der Getty da? Mit der Lunge können wir uns die Hand geben. Ja, Getty, dann lass das rauchen sein. 10% habe ich noch. Das ist jetzt nicht mehr übertrieben viel. Wenn ich in die erste Etage will, brauche ich zwei Pausen. Naja, aber das ist was anderes. Aber wir können ja über Kochen reden. Das ist eine gute Idee. Möhrengemüse. Also, wenn der Opa Möhrengemüse macht, ne? Dann nimmt er einen Topf mit Kartoffeln und kocht die Kartoffeln. Und dann, das kommt aber sehr viel später her. Noch nie geraucht, ne? Dann sei froh. Überleg mal, du hättest noch geraucht. Da wäre noch viel schlimmer geworden. So, aber das mit den Kartoffeln kommt viel später. Anfangen tun wir mit durchwachsenen Speck und Mettwürstchen. Dann nehmen wir einen Topf mit Wasser. Füllen also in einen Topf Wasser hinein. Machen einen Bouillonwürfel rein. Und dann lassen wir den schön heiß werden, das Wasser. Und dann legen wir den Speck da rein und die Mettenden da rein. Und dann lassen wir das Ganze so eine Dreiviertelstunde vor sich hin köcheln. Und dann nehmen wir die Mettenden raus und auch den Speck raus. In der Zeit haben wir dann die Möhrchen geschält, in kleine Stückchen geschnitten. So, ich sag mal so 3-4 cm lange. Und die werden dann in dieses Wasser reingelegt, wo vorher halt die Wurst drin war und der Speck. So, und dann kochen wir Kartoffeln. Moment, ich muss mich eben hier einordnen. So, dann kochen wir die Kartoffeln. Die Kartoffeln kriegen auch nochmal ein bisschen von dem Bouillon rein. Also so ein Bouillonwürfel ins Wasser. Und natürlich salzen die Kartoffeln. So, und wenn die Kartoffeln dann fertig sind, dann werden die abgeschüttet. Bis auf ein kleines bisschen. Kleines bisschen Wasser lasse ich immer noch drin, aber in der Regel schütte ich es ab. So, und dann sind die Möhrchen auch soweit. Dann kommen die Möhrchen mit in den Pott. Dann nehme ich eine Schöpfkelle und dann nehme ich dieses Wasser, wo das Fleisch drin geköchelt hat und die Möhrchen drin geköchelt haben. Und das nehme ich dann in den Pott mit den Kartoffeln und den Möhren und dann stampfe ich die Möhren und die Kartoffeln.
dass alles, also keine Suppe ist, sondern dass das wie so ein schöner Brei wird. Und da haue ich dann wieder den Bauchfleisch dazu und die Mettenden dazu, ein bisschen Zucker rein, ein bisschen abschmecken und lecker und fertig. Könnt ihr mal nachmachen. Ist ein bisschen aufwendig von der Zeit her, vom Kochen her sind einfach. Nur halt zeitaufwendig, aber es schmeckt super geil. Müsst ihr mal probieren. Also wenn ich sage, dass ich das mache, dann muss ich immer den ganz, ganz, ganz großen Topf holen. Weil plötzlich melden sich ganz viele Leute zum Essen an. Ja, ich nehme eine Portion, sag ich ja. Ja. Plötzlich kommen die Freundinnen von meiner Tochter und die Freundin von meiner Frau. Und plötzlich habe ich ganz, ganz, ganz viele Leute zum Essen da. Aber es schmeckt auch sehr geil, kann man hier sagen. Das ist so einer meiner Lieblingsessen eigentlich schon. Weil es halt ein bisschen süß und trotzdem sehr, sehr deftig. Naja, und ansonsten halt, was die Küche halt so hergibt, Rotkohl, Bratwurst, Kartoffeln oder Spinat oder was man halt so kocht. Der Opa muckt dich das. Guck mal, da oben sind Flugzeuge. Oben links in der Ecke. Hier ist irgendwo ein Flughafen. Weil die auf der Flucht sind mit dem Hafen. Ich finde das toll, dass die Franzosen diese Mautstation noch haben. Ist nicht so wie bei uns. Hier wo über Satellit elektronisch wird halt abgerechnet und all so ein Scheiß. Hier hast du schön. Gute alte traditionelle Mautstation mit Schranke. Da kannst du alle paar Kilometer noch einen Zusatzstau verursachen. Das ist okay, das finde ich total super. Das ist sehr traditionell hier. Das gefällt mir sehr gut. Guck mal, die fuscheln sich da schon wieder rein. Ich kenne sie doch. Die Burschen. Die Burschen. Und wieder auf den Boden werfen. Die Burschen. Habt ihr bestimmt eine Hupe, oder? Sag ich doch. Weg. Platz. Platz, da der Opa kommt. So. Ach, guck mal da. Flugzeug wieder. Ah, mein Gott. Flugzeuge. Hier ist ja viel zu sehen. Ist ja richtig hier Allround-Programm hier. Der Opa hat sich heute ein neues Spiel geholt. Werde ich die Tage mal anspielen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das heißt, warte mal, wo ist mein Spiegel? Nein, so heißt das nicht. Das heißt Dark Dead, der schwarze Tod. Spielt so im düsteren Mittelalter, Pestzeit, Open World, so ähnlich wie DayZ, bloß sie suchen halt keine Knarren. Das reicht denen schon, wenn sie irgendwo einen Stock finden und sich gegenseitig damit in die Fresse hauen können. Sehr, sehr vielversprechend. Muss ich mir unbedingt mal angucken. Der Doktor hat es mir erzählt und empfohlen und der hat es auch. Und dann werde ich sicherlich mit dem Doki zusammen da rumrennen. Mal gucken, was so passiert. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht mehr DayZ spielen, ne? Nicht, dass da falsche Dinger aufkommen hier. Falsche... Ach, hier die Dinger halt. Du weißt schon. Du weißt, was ich meine. Du weißt genau, was ich meine. Baby. Ja, was? Nein, natürlich nicht. Auf jeden Fall wollen wir da mal reingucken. Und wir haben uns vorgenommen, demnächst auch mal, aber das weiß ich noch nicht, wann das kommt, aber das werden wir sicher demnächst auch mal machen. Wir wollen unbedingt mein Miscreated reingucken. Weil das ist ja eigentlich scheißegal. Ich kenne mich in DayZ ja nicht aus und in Miscreated kenne ich mich auch nicht aus. Und dann passt das schon.
Guck mal, da kommt wieder einer. Da ist einer im Landeanflug. Im Landeanflug, jawohl. Fliech, fliech, kleiner Vogel, fliech. Oh, guck mal. Das waren, als wir losgefahren sind, 4.500 Kilometer. Haben wir schon 1.700, haben wir schon abgerissen. Wer sagt's denn? Und ihr sagt, das ist weit. Ist doch gar nicht weit nach Russland. So, nur mal eben kurz hinhören. Zack, zack. Eben kurz um die Ecke. Ah! Guck mal, Rot-Weiß-Oberhausen. Die Kleeblatt. Das ist Rot-Weiß-Oberhausen, ich bin mir ziemlich sicher. Wer kennt Rot-Weiß-Oberhausen? Oh je. Die war mal in der Bundesliga. Wer das weiß, ist auch ganz schön alt. Mal eben lesen. Moment, wir fahren sofort weiter. Matt, Dinger und Baby, damit kenne ich mich aus. Ja, weiß ich doch. Ich habe da schon Sachen gehört, also. Und wenn nicht gehört, dann könnte ich mir die aber auch ausdenken. Matt, Kräuter führt. Ja, die sind ja bekannt. Einer der größten Vereine hier in Frankreich. Oh, das war die Polizei, die ich da geschnibbelt habe. Ah, hier, so jetzt. Die sollen sich mal nicht so anstellen. Nur weil sie ein bisschen Polizei sind, meinen sie, die haben Vorfahrt, wa? Die diskriminieren mich, nur weil ich alt bin und LKW habe. Toll. Ja, so sind die Franzosen. Immer schöne Diskriminierung auf Lippen. Ich liebe diese Bonbons. Und ich liebe dieses Lied. Das ist genau die Opa seine Welt, solche Musik. Spiegel können wir da weg. Können wir wieder einklappen, damit wir was sehen. Das ist auch so eine Sache, die ich nicht verstehe. Viele fahren ja so. Dann denke ich mal, ja, aber die sind daran schön. So ein Auto von ihnen. Vielleicht fahren die viele auch so, weil die scheiß Grafikkarten haben. Da hat die Grafikkarte natürlich viel mehr Urlaub, ne? Aber ich fahre viel lieber die Außenansicht. Da sieht man richtig was. Finde ich viel angenehmer. Wenn ich mit dem Auto fahre, will ich auch was sehen, oder? Sagt er auch mal was. Ist doch so. Und wenn das nur der Bus von Rot-Weiß-Oberhausen ist. Oder Kräuter führt. Da war bestimmt die Handballmannschaft von Kräuter führt. Die sind ja weltberühmt. Die kennen sie. Die alle kennen sie, alle lieben sie. Oder Damen-Volleyball-Mannschaft, genau sein. Was ist das denn für ein Teeturm hier? Chinesischer Teeturm. Da sind wir doch falsch abgebogen irgendwo, wa? Wenn wir plötzlich in China rumkommen. Oh, das wäre noch so mein Traum. Wenn die das mal irgendwann schaffen würden,
die ganzen Karten zu verbinden. Ich habe ja auch den American Truck Simulator, habe ich ja auch. Wenn ich mir vorstelle, gibt dann irgendwie von, was weiß ich, was, von Rotterdam oder irgendwo eine Fährverbindung rüber in die Staaten und dann könntest du da die amerikanischen Karten direkt spielen. Das fände ich sehr, sehr geil. Kann ich echt nicht anders sagen. Das fände ich richtig hammergut. Von mir aus können sie auch noch in den asiatischen Bereich gehen. Ich würde auch gerne die chinesische Mauer langfahren. So oben drauf. Ist natürlich vielleicht ein bisschen unrealistisch. Nein, natürlich nicht. Das ist total realistisch. Auf zwei Rädern schön Gleichgewicht halten. Der Opa turnt oben auf der Beifahrertür und hält da Gleichgewicht vom LKW. Ich sehe es vor mir. Klingt total realistisch für mich. So kenne ich mich. Da könnten sie echt, von mir aus könnte die ganze Welt mit einbinden in das Spiel. Hätte ich kein Problem mit. Fände ich sehr cool. Dann würde ich nach China fahren und dann nach Japan. Und würde dann die Bambusflötenmusik im Hintergrund laufen lassen, was dann auch wieder passt. Sehr cool. Guck mal, der Witz geht die doch ein bisschen zu viel plötzlich. Plötzlich hat er doch Angst um sein Daisy. Ja, ich bleib ja in Daisy, keine Frage. Hey, das ist ein Hammer-Spiel, natürlich bleib ich da. Ich habe da noch viel zu erledigen. Meine Friedensmission ist noch nicht beendet. Ich kenne noch lange nicht alle. Der Friedensopa. Vielleicht kann ja Euro Truck Simulator ja da auch durchfahren durch Daisy. Wäre ja auch cool. Aber eigentlich nicht. Die kriegen das mit den Autos echt nicht so gut hin. Ich habe das Gefühl, das könnte schwierig für die werden, den einzubinden. Und außerdem wäre das auch nicht so gut, den Opa aus dem fahrenden LKW rauszuschießen. Fände ich nicht so gut. Man muss ja auch die Leute zugehen können. Mit denen reden und so. Guck mal, da ist schon wieder ein Stolizist. Ein Stolizistenauto. Man muss immer mit den Leuten erstmal reden. Und wenn das nicht hilft, dann muss man eben Verstand in Volk prügeln. Das ist halt so. So lange gegen die Glatze kloppen, bis sie schlau sind. Mal gucken, wie lange das dauert. Da ist die Musik schon wieder am Ende. Ach, Max Payne, Max Schmerz. Oh, selbst den habe ich hier drauf. Guck mal, den hatte ich schon wieder ganz vergessen. Auch ein cooles Lied. Total kultig. Ich weiß auch, wie ich den ersten Teil damals gespielt habe, aber was habe ich geflucht. Der ist jetzt auch wirklich sehr, sehr schwer und ich bin auch sehr, sehr schlecht und wir kamen echt nicht richtig zusammen. Aber das Lied habe ich geliebt. Hilfe. Oh, eine Mausstation, da kommt wieder eine. Ich weiß gar nicht, ich glaube, hatte ich da schon einen PC oder war das noch auf dem Amiga? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Den Max Schmerz. Das kann auch auf meinem alten 386er gewesen sein, den ich mal hatte. Ja, das war ein Computer. Für die, die sich fragen, was ist denn ein 386er? Das war ein Computer, ein PC.
Der war toll, der hatte 256 Farben. Alle gleichzeitig, wenn du wolltest. Und er konnte Parallelscrolling auf drei Ebenen. Jawohl. Der war toll. Und dann kam damals das erste CD-Spiel raus. Dieses Spiel war damals schuld, dass Tausende und Zigtausende von CD-Playern, damals gab es doch keine Brenner, da waren es nur Player, CD-Player in die Computer eingebaut wurden. Das war damals Star Wars, der erste Teil, der als Spiel auf die CD, als CD rauskam. Das war Hammer. Ich weiß gar nicht mehr, was so ein CD-Player damals gekostet hat, aber der war nicht ganz billig, das weiß ich noch. Und das Spiel war auch nicht ganz billig, aber war total egal, man musste es haben. Das war das erste Spiel, vollwertige Spiel, was auf CD rauskam. Amiga 500 hast du noch, Getty? Krass. Der hat damals ein Vermögen gekostet, neu. Oh, ich hatte damals einen Bekannten, der hatte eine Festplatte dafür. Boah, das war Hammer. Das war eine Festplatte. Da konntest du den Monitor draufstellen, so groß war die. Das war die Festplatte für den Amiga. Das war echt krass. Da haben, weiß ich nicht, 100 Disketten oder so haben da drauf gepasst von den 1,44. Von diesen Plastikdingern. Ich glaube 1,4 war das, ne? 1,44. MB jetzt. Ja, das war schon toll. Und war kaum zu bezahlen, so eine Festplatte. Aber stolz wie Oscar. Die Sachen auf der Festplatte kopiert und dann das Spiel gespielt. Da wo andere gesessen haben und gewartet haben, dass der Level geladen wurde. Da konnte der schon weiterspielen. Boah, was habe ich den bewundert, ey. Verdammt. So eine reiche Sau habe ich mir gedacht. Wo kann man so viel Kohle haben, dass man sich das leisten kann? Das war schon echt cool. Ja, die gute alte Floppy Disk, genau. Ach, die war so cool. Und vorher hatte ich noch den C64, natürlich. Der hatte ja die großen, die 5¼ Zoll. Und die konnte man ja mit dem Locher, konnte man die ja lochen, dann konnte man die von beiden Seiten beschriften. Das war cool. Und davor hatte ich noch eine Datasette. Für das Ding. Da konnte man die Spiele noch selbst umprogrammieren. Da konnte man einfach reingucken in das Programm und dann konnte man alles verändern, wie man wollte. War leichtestes Basic. Total cool. Und die Spiele waren nicht so toll. Hexenkessel, glaube ich, habe ich damals gespielt. Ah ja. Und davor war natürlich Pong, ne? Angesagt. Und Space Invaders. Aber Space Invaders habe ich noch in der Spielhalle gespielt. Da musstest du noch für eine Mark hast du zwei Spiele gekriegt. Und ich bin falsch gefahren. Ja, juhu. Der Opa hat nicht hingeguckt. Das ist ja super. Das hat man davon, wenn man in alte Zeiten schwelget. Verdammt. Muss ich doch wieder drehen gleich. Ja, ist ja kein Problem. Wie war das? Achso, ja, und Donkey Kong. Oh Gott, ich habe Donkey Kong noch in der Spielhalle gespielt. Das waren noch Zeiten. Sogar das uralte Atari Ping Pong Tennis da mit den zwei weißen Balken und den weißen Ball, der immer hin und her gegangen ist. Selbst das habe ich noch in der Spielhalle gespielt am Gerät. Für mit Geld. Kann man sich gar nicht vorstellen. So alt bin ich schon. Unglaublich. Kann doch nicht sein, oder? So, hier kann ich hoffentlich jetzt drehen. Ich hoffe es. Oh, Skyrim. Oh, ich liebe Skyrim. Einer meiner absoluten Lieblingsspiele.
Da habe ich mich viele, viele Jahre, habe ich mich da wie zu Hause gefühlt. Da habe ich immer gedacht, so, jetzt gehe ich mal nach Hause. Und dann habe ich Skyrim angemacht. So, und hier fahren wir wieder drauf. Da habe ich jetzt noch zwei Projekte laufen, Skyrim. Ein ganz normales und ein mit dunkle Bruderschaft. Bloß da bin ich noch nicht so weit gekommen. Das waren meine ersten Streams, die ich gemacht habe. Skyrim, dunkle Bruderschaft. Wollte ich immer wieder mal spielen, habe ich lange, lange nicht gespielt, dunkle Bruderschaft. Das ist so schön, da kann man so schön der Dieb sein und meucheln und morden. Da kommt richtig, richtig schön, da kann man so ein wahres Ich zeigen. Das habe ich nicht gesagt. Das habt ihr nicht gehört und das habe ich auch nicht gesagt. Ja, wie jetzt? Ja, fahr doch. Ey, du mit deinem komischen Tankwagen, du komischen Tankwagenfahrer-Typ, du. Ist doch wahr. So, dann sind wir ja gleich wieder genau da, wo wir auch hin wollten, sollten. Da war ja zum Glück direkt eine Ausfahrt dahinter. Das ist nicht immer so. Manchmal muss man ganz schön weit fahren. Manchmal ist es so weit, dass man überlegt, ob man nicht doch falsch rum auf der Autobahn lieber zurückfährt. Auf den Standstreifen und auf sein Glück hofft. Mein Skyrim ist voll gemoddet, bis zum Vergehen nicht mehr. Mein Gott, wie viel Mods ich da drin habe. Ich glaube dran 30 Stück oder so. Unglaublich. Gut. So, dann schauen wir mal. Aha, so sieht das hier aus. Aha, 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 aha. Ja, dann können wir fahren. Dann ist ja alles gut. Meine Freundin Udine, ich komme zu dir. So. Passt der Soundtrack hier überhaupt nicht rein, ne? Aber der ist so noch schön nostalgisch, den musste ich unbedingt haben. Ist mir doch egal, ob der passt. Hauptsache ich hab ihn. Verdammt. Und trinken wir mal wieder ein Stückchen von diesem herrlichen frischen Aquamineral. Was für eine Wonne. Was für ein Geschmack. Da könnten wir gleich noch so ein Pfefferminzbonbon hinterher schieben. Das rundet das Ganze dann ab. Was für ein Geschmack. Was ist denn hier los? Baustelle? Echt? Die werden hier nie fertig. Als ich letztes Mal hier lang gefahren bin, war hier auch Baustelle. Ach so ist das. Guck. Wir grüßen uns immer, wenn ich hier vorbeifahre.
die Bauarbeiter und ich. Wir stehen nämlich so. Könnt ihr jetzt nicht sehen, wie ich die Finger verschränke, aber so stehen wir. Das sind meine Lieblingsbauarbeiter. Nämlich. Guck mal, Van Cargo, der alte Holländer. Nachdem haben sie viele Dinge benannt. Zum Beispiel Fantastisch oder Fanta. So berühmt ist der. Wusstet ihr gar nicht, ne? Das ist der Ursprung von allen Fun-Dingern. Von anderen. Das ist übrigens immer meine Lieblingszigarettenmarke gewesen. Von anderen. Die waren so schön erschwinglich. Nein, der Opa macht nur Witze. Ah, was ist denn hier los? Die knüppen einen hier pausenlos das Geld aus der Tasche mit ihrer Mautstation hier. Wir wissen, wie es geht, die Franzosenmänners. So, Geld rein in das Pöttchen und ab geht's. Da. Jetzt kommt er wieder rüber, pass auf, ich kenne ihn. Ich lasse ihn lieber vorher schon. Der hat mich vorhin schon geschnippelt, da, ich wusste doch, der fährt einfach durch. Der Cargo-Fan, der. Guck mal, da ist die Grenze. Guck mal, wir waren in Italien, wusste ich doch. Nee, wusste ich natürlich nicht. Und jetzt kommen wir nach Österreich. Ja, jetzt wieder. Jetzt gibt's da Schmankerl, wa? Kaiserschmarrn, all die ganzen tollen Sachen gibt's jetzt. Ach, wie schön. Und wir sind direkt in Kärnten, die Hochburg von Kaiserschmarrn. Die Kaiserschmarrn-Hochburg sozusagen. Baden, baden, da, da, bam. Ach, guck mal, der Blues, ey. Da kriegst du den Blues. Oh yeah. Dun 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 dun. Ba 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 bum. Dun 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 dun. Bum bum. Oh baby. Hast du den Blues so wie ich? Oh yeah. Oh, baby, baby, hast du den Blues so wie? Ja, dann komm nach Kärnten hin und ich lade dich ein zum Kaiserschmarrn. Das hilft. Vielleicht, wer weiß. Genaues weiß man nicht. Und ich war schon wieder zu schnell.
Bist du sicher, dass du Gitarre spielen kannst? Das hört sich komisch an manchmal. Manchmal denke ich, du kannst das nicht so gut. Aber das ist ja der Blues, vielleicht muss das hier so sein. Das weiß kein Schwein. Wirst du mich wohl hier drauf? Ja. Mensch, du, wo ist meine Hupe? Boah, da rieche ich mich schon wieder auf hier. Volle Pulle. Verdammt, ich hatte auch mal eine Fanfare. Ich weiß noch nicht, wo die ist, aber... Boah. Ah, Licht hier, da. Boah, 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 so. Boah, voll Aggression hier. Oh, Baby. Ja, der Blues, der kommt zu dir. Und jetzt bin ich raus aus der Melodie und schuld ist der Gitarrist. Oder etwa ich. Nein, das kann nicht sein. Ich bin doch nicht schuld. Ich war nie schuld. An nichts. An gar nichts. Selbst an die Töchter war ich nicht schuld. Oh yeah, yeah, baby, baby. Vorhin hatte ich noch ein Bier geladen. Was war denn das nochmal für eins? Warsteiner? Nö. Verdammt, schon wieder vergessen, ey. Scheiß Kurzzeitgedächtnis. Opa, Opa, Opa. Dein Kurzzeitgedächtnis ist voll was für den Popo. Könnte ich jetzt mal so sagen. Oder war es Jever? Ne, Jever war auch nicht. Ja Gott, da ist mir doch keine Ruhe mehr. Was hatte ich denn vorhin für ein Bier drauf? Da habe ich doch noch einen Abatna gebracht, Mensch. Ah, das ärgert mich jetzt. Kölsch? Ne, Kölsch ist kein Bier. Kann nicht gewesen sein. Guck mal, da fährt der Mediamarkt. Den gibt es auch in Österreich. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Hast du gesehen? Der österreichische Mediamarkt schlägt wieder zu. Ich muss mal die Spiegel wegmachen hier, damit wir was sehen hier von der Alpens. Schließlich fahren wir hier durch die Alpens. Na, lass mich auch mal gucken. Da lag ein toter Hase auf der Straße. Hätte ich mal angehalten, dann hätte ich heute Abend Braten gehabt. Für sowas kann man ruhig meine Anker springen, egal was hinter einem los ist. Ba-bam, ba-bam. Ja, der Blues ist hier bei mir, Baby. Und die Sonne geht unter. Und du bist nicht hier. Und ich denke nur an dich. Hört sich an wie eine Session, die wir früher so gemacht haben. Was, der Opa fährt 96 den Berg runter. Ja, bravo. Wir haben auch so krumme Sachen gespielt. Aber cool. Irgendwie war das auch unheimlich cool. Irgendwie hat das auch gepasst. Düden, düden, düden. Jetzt solo, komm, gib alles, Alter.
Dim, di, dim, di, dim. Wieder zu schnell. Was ist denn los hier in Österreich? Wir wissen auch nicht, was sie wollen. Die mit ihrem komischen König. Ach nee, die haben ja gar keinen mehr. Das war ja damals mal. Die Sissi. Genau, die Sissi war doch hier. Sissi und der Franzl. Ja, der Franzl. Jetzt weiß ich wieder. Meine Lieblingsfilme. Hallo? Die kenne ich alle auswendig. Und jetzt ist der Blues zu Ende. Jetzt rappeln hier die Wände. Das bringt uns eine Wende. Ewig keine Außenkamera mehr gefahren. Fällt mir gerade mal so auf. Ich bin hier nur am Labern und achte gar nicht mehr hier auf meine Regieanweisungen. Verdammt. Die ich mir selber gemacht habe. Kannst du mal sehen. Ich nehme mich selbst nicht ernst. Das ist ja wieder typisch. Und da habe ich mir noch extra zu mir gesagt, achte dieses Mal drauf. Aber nee. Ja, wie jetzt? Hallo? Wo kommst du denn schon wieder her von Logistik? Du bist doch gerade erst jetzt. Was? Der kennt einen Umweg, eine Abkürzung meine ich. Ach, wir hängen da fest. Ja, das ist ja super. Ja, das gibt ja ein paar schöne Kratzer in den neuen LKW. Ja, super, wie ich das hingekriegt. Ach, nur 1% Schaden, das ist ja lächerlich. Das ist ja wie nix. Das ist ja wie ein Neuwagen noch. Ein bisschen Politur. Dann geht das alles wieder. Jetzt nicht nervös werden, Opa. Nicht nervös werden. So viele Knöpfe. Ich weiß gar nicht, welchen zuerst drücken muss hier. Bussaboteur. Ja, guck mal. Da ist dieses Sprengkommando drin. Diese Körperzerfetzer. Die haben eine eigene Buslinie. Ja, finde ich toll. Sollte man vielleicht mal im Auge behalten. Die Leute. Nur so als kleiner Tipp am Rande, meine ich. Kann das sein? Dass man da mal ein Auge drauf haben sollte. Oder nicht. Hui. Jo. Und
Oh, schon 36 km/h, mein Gott. Das ist ja fast Überschallgeschwindigkeit hier. Ja, ich sag ja, so viele Knöpfe, da kommt der Opa schnell durcheinander. Und schon hat er den Gasknopf wieder vergessen, den er auch noch drücken wollte. Aber nee, natürlich tut er nicht. Komm, wir fahren nach Amsterdam. Dam, dam, dam. Oh, das ist ja die Bordstelle schon wieder von vorhin. Sind wir etwa im Kreis gefahren? Na, das will ich doch nicht hoffen. Und ich fahre immer der roten Linie nach und ich war schon wieder zu schnell. Hab doch dieses Mal schon mal 500 Euro bezahlt für überhöhte Geschwindigkeit. Verdammt. Ach nee, das war rot über der Ampel. Ja, genau. Weil der Berg abging. Und unten am Berg, also im Tal praktisch, ganz unten am Tal, unten tief drin im Tal, da war eine Ampel. Und der hat den LKW mit dem Bier, was ich nicht mehr weiß, wie es heißt, doch ich weiß es wieder, Desperados. Genau. Das hat mich so nach unten gedrückt, dass es mich praktisch über die Ampel geschoben hat. Und da ging das Ping und da waren 500 Euro vom Konto verschwunden. Ganz schöne Sauerei. Naja, mit der Musik lässt es sich aushalten. Da ist halt dann nicht ganz so schlimm. Mit dem Blues wäre es deutlich trauriger gewesen, die Geschichte. Wieder toll, dass ihr so mitfühlt mit mir. Das zeichnet euch aus. Ihr seid echte Freunde. Danke. Wer kann schon sagen, dass er solche Freunde hat? Ihr seid so lieb zu mir. Naja, geht so. Oh, der erste Motorradfahrer heute. Guck mal, wir fahren schon über 2 Stunden. Wir haben den ersten Motorradfahrer. Hätte ich den eher gesehen, hätte ich den geschnibbelt. Den Organspender. Nein, das war ein Witz. Solche Dinge macht der Opa nicht. Der weiß, was ein Leben wert ist. Also jetzt nicht in Euros. So gefühlt, so auf menschlicher Ebene halt. Wenn du weißt, was ich meine. Jetzt nicht auf Heller und Pfennig, wenn das noch einer kennt. Also Pfennig kennt vielleicht noch jemand, aber Heller, glaube ich, kennen ganz wenige. Das hat nichts mit Dunkelheit zu tun, wenn man morgens aufsteht und sagt, oh, das wird heller. Das ist es nicht. Oh, es fängt an zu regnen. Das ist es auch nicht. Oh, wir sind gleich in Wien, da gehen wir erstmal ein Wiener Schnitzel essen. Lecker, 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 lecker. Ich muss mal mein Spiegelchen anmachen. Wie ich hier was sehe. Führt Geld. Rotterbumm. Rotterbumm hat er gemacht. So. Du, 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 du. Stardew Valley mal wieder. Ich liebe Stardew Valley. Werde ich auch mal streamen. Oh, da wird der Getty sich freuen. Wieder so ein aufregendes Spiel, was ihm die Nerven wegfetzt. Werden die Bohnen etwa verdursten oder wird es Opa Helvi doch noch schaffen, sie rechtzeitig zu gießen? Ja, das sind Abgründe, die sich da auftun. Das ist nicht so einfach. Ich sehe schon, wie er an den Fingernägel knabbern wird, vor lauter Aufregung. Und womit? Mit Recht. Und mir wird's nicht viel besser gehen. Weil ich kenne mich ja. Das heißt ja nicht, dass, wenn ich das weiß, dass ich das nicht trotzdem wieder vergesse. Ne? Sonst wäre ich ja nicht der Opa Helmi. Ist ja wohl klar, oder? Sachen sind dazu da, zu lernen. Und das Gelernte ist dazu da, wieder zu vergessen.
Passt schon. Nur wir müssen mal eben hier eine Übernachtung machen, weil es wird dunkel und wir wollen ja nicht im Dunkeln fahren. Wir sind mehr so die Schönwetter-Tagesfahrer. Natürlich. Selbstverständlich, selbstredend. Guck mal da, der Caterpillar hat er drauf. So einen habe ich auch mal gefahren. Caterpillar. Caterpillar? Caterpillar. Motor aus. Uah, gute Nacht. Bis morgen. Guten Morgen. Kaffee, Brötchen und los geht die Wildfahrt. Achso, Spiegel wieder rein. Ich muss ja sehen, was so los ist, ne? Ey, der pennt immer noch. Der stand schon hier und... Also wirklich. Das ist ja eine Pennnase. Unglaublicher Typ. Gut, dass ich den damals nicht eingestellt habe als LKW-Fahrer. Da siehst du mal, wie der die Zeit verbringt. Nur mit Schlafen. Ich glaube, wenn ich die Tour beendet habe, dann habe ich genug Kohle, mir endlich einen eigenen LKW zu kaufen. Der Opa Helm hat einen eigenen LKW dann. Das wird schön. Das wird so schön, so wunderschön. Ach ja, die Sonne geht auf. Guck mal, ein neuer Tag. Willkommen, neuer Tag. Wir freuen uns auf dich. Wenn du keine Sorgen bringst. Wenn du natürlich Sorgen bringst, dann nicht. Dann bist du uns egal. Dann mögen wir dich gar nicht. Dann bist du ein Scheißtag. So, jetzt heißt es. Einer muss es dir ja immer sagen. Für sowas bin ich immer zu haben. Oh, mein Spur. Hilfe. Okay. Alles klar, alles easy. Alles klar. War leicht, war leicht. Kriegen wir hin. So, dann haben wir hier drauf hier. Drup, 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 drup. Bum, 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 bum. Der Sonne entgegen. So muss es sein. Jetzt fahren wir Landstraße bis nach Russland, das ist ja cool. Oh, hör mal. Schibo-Musik. Die bolivianische Flötenmusik. Die war früher mal Hintergrundmusik bei Chibo oder Idusho. Als noch der dicke Mann mit der Melone da war. Ob den noch einer kennt? Ich glaube ja nicht. Wo muss ich denn hier her? Geradeaus? Tatsächlich. Okay. Oh, die Straße wird aber schmal. Oh, die ist aber mal schmal hier. Früher. Als ich noch Kind war, damals, wenn man da bei Chibo war und hat Kaffee gekauft, da gab es noch ganze Bohnen. Und die waren, da kann man gar nicht mehr sich heute vorstellen, die waren damals verpackt in Geschirrhandtücher. Die waren zugenäht und wenn man die rausgeholt hat, die Kaffees, und hat die Nähte aufgemacht, hatte man ein Geschirrhandtuch zu Hause. Wir hatten hunderte von Geschirrhandtüchern zu Hause. Weil bei uns alle gerne Kaffee getrunken haben. Also ich noch nicht, ich durfte nicht, ich war noch zu klein. Aber das war also sowas von umweltbewusst verpackt. Da redet heute kein Mensch mehr drüber. Heute wird das alles versiegelt und hast du nicht gesehen und hygienisch und da wartet einfach in so Leinentücher. Mit so einem Karomuster drauf, in Rot oder Blau, wie halt Geschirrhandtücher so aussehen. Und das hast du einfach kostenlos dazu gekriegt, wenn du Kaffee gekauft hast. Fand ich toll. Und das hat gerochen damals immer noch. Wow. Da wurden die Bohnen noch
Da wurden die noch mundgeröstet, da war noch was los. Da ging es noch ab. Ob was ich so alles komme, wenn ich bolivianische Flötenmusik höre. Ist ja unglaublich. Ach ja, wenn man die Gedanken einfach so seinen Weg gehen lässt, ohne die zu überprüfen, da fängt man an zu erzählen und zu erzählen und zu erzählen. Das macht der Opa. Das macht er gerne. Der erzählt gerne. Von früher, damals aus dem Krieg. Nee, das nicht. Das ist ein scheiß Thema. Ach, mach mal die Spiegel weg, sehen wir mehr. So, drück mal die C-Taste für den Auto-Dingens-Pilot-Fahrdings. Da, du weißt schon. Hui, da fährt er da hinten. Hui. Steile Kurve, steile Kurve. Guck mal, ein grenzender Übergang. Wir verlassen das Kaiserschmarrnland. Und wir kommen in die Tschechoslowakei. In die Tschechei wollte ich eigentlich sagen. Tschüss, Austria. Was war das denn nochmal? Ach, das ist Diablo, ne? Ich glaube, das ist Diablo. Hammer. Wenn ich hier alles drauf habe, ey. Hui. Ja, überhol ruhig. Wir kaufen ihren Schrott auf. So. Meine lieben Freunde, es ist 5 Uhr morgens. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch mal wieder was anderes zu spielen. Und Getty, beruhig dich. Daisy ist noch lange nicht vorbei. Da kommen wir noch oft hin. Da sehen wir uns noch oft wieder. Ich vermute mal, die meisten von euch sind eingeschlafen. Deswegen eine gute Nacht, einen guten Morgen, wie auch immer. Macht's gut, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss.